Assalamu alaikum wa rahmatullah, liebe Geschwister. Entschuldigt, es gab eine Komplikation mit meinem Telefon, dass sich die Live-Unterbrechung dann abgebrochen hat. Das tut mir leid. Inshallah werden wir auch jetzt weitermachen. Es war ein Problem mit meinem Telefon. Deswegen musste gerade die Live-Schaltung kurz unterbrochen werden. Aber es geht natürlich weiter. Ich entschuldige mich bei meinen lieben Geschwister. Aufgrund von technischen Problemen. Zurück zum Thema, liebe Geschwister. Wie gesagt, am Donnerstag geht die Babynahrung von uns weg, also der Transport nach Syrien. Wir haben gesagt, wir nehmen alles an, bis auf Kleidung und Babynahrung. Das nehmen wir leider nicht an. Kleidung aufgrund der Masse, das überschreitet unsere Kapazität. Und die Babynahrung ist das Problem dabei, dass wir ein Zertifikat brauchen, ein Gesundheitszertifikat. Und wenn es jede verschiedene Nahrung holt, dann muss man von jedem einzelnen Babynahrung Zertifikat holen. Das ist etwas kostenaufwendiges, kostet circa Zertifikat. So ein Dreh, 20 Euro kostet das. Und dann würde es die Kapazität von uns würde mehr Kosten verursachen, als tatsächlich ein Babynahrung kosten würde. Vor Ort ist die Babynahrung in Halab, kostet das 10 Euro im Umland. Also im Umland von Idlib 6 Euro. Bis 7,50 Euro, so in Dresden, die Kosten für Babynahrung vor Ort. Am Donnerstag, wie gesagt, geht der Transport nach Syrien, bieten die Leute von uns. Und wir würden uns freuen, wenn Geschwister sich bereit erklären, uns zu helfen mit der Beladung. Das wäre wirklich sehr schön, dass wir dann inshallah auch dann gemeinsam den Container beladen können. Eine Dokumentation findet natürlich vor Ort statt. Wir werden auch zwischendrin auch mal, wenn die Möglichkeit darin besteht, auch eine Live-Schaltung zu machen. Ansonsten werden wir natürlich auch immer Bilder machen und fotografieren und schauen, dass wir natürlich eine durchgehende Dokumentation euch auch anbieten können bei der Beladung des Containers, wie in die Lateile. Zurzeit bin ich im Lager von uns, in der Zentrale von Ar-Rahma und warte hier, wenn Geschwister kommen. Wir haben hier Zeiten gesagt, sitze ich jetzt hier im Lager und warte, bis die nächsten Geschwister kommen, die eine Sachspende abgeben möchten. Ich bin bis 19 Uhr müsste ich hier sein und dann ist meine Schicht eigentlich zu Ende, also 18, 19 Uhr so in den Dreh. Also sind wir dann über in die Lateile fertig. Ach, hier darf man fragen, wo das ist, also welche Stadt mit der Beladung. Natürlich, mein geehrter Bruder, die Beladung findet in Darmstadt statt, das ist in Hessen, in Nähe Frankfurt. Da ist die Zentrale von Ar-Rahma und dort findet auch dann die Beladung bi-idnillah ta'ala statt, mein Bruder. Also ich am Donnerstag in Darmstadt, in der Palaswiesenstraße 154, da ist der Hauptzentrale von der Organisation Ar-Rahma und dort, inshallah, Rahman Rahim, werden wir auch dann die Beladung machen, mein Bruder. Wafika barakallahu al-karim, wafika barakallahu. Wir haben heute auch eine kleine Aktion gemacht, eine Versteigerung, auch sehr überrascht, dass ich zu Hause war. Mein kleiner Sohn hat sich bereit erklärt, hat gesagt, Papa, ich möchte gerne zwei Playmobil spenden und das für die Menschen in Not, weil sie nichts dort haben. Dann habe ich ihm gesagt, gut, ich werde das online stellen und schauen, was die Geschwister dafür bieten und das, was geboten wird, natürlich dann auch als Spende zählt, wie in der Lateile. Und wir haben das in Facebook gepostet, sowie auch in Instagram gepostet. Und die Geschwister, sallallahu alaihi wa sallam, haben auch kräftig mitgeboten. Also die haben insgesamt 120 Euro dafür geboten, für zwei Playmobil-Figuren. Das ist der Endpreis jetzt, alhamdulillah. Und es geht natürlich noch bis zum Isha-Gebet, aber dann beenden wir die Aktion und bitten dann die Geschwister, uns auch die Adressen zuzuschicken. Dann hat er sich auch bereit erklärt, auch ein Bild dazu zu malen, weil er sehr aufgeregt war, dass es doch so viel Geld dafür geboten worden ist. Allah möge dies annehmen, Allahumma amin, ya Rab. Wir haben auch heute auch Barspenden bekommen. Wir haben auch ein Video gemacht, das werden wir noch dann in Kürze auch veröffentlichen. Wir haben von einem Bruder kam vorbei, hat insgesamt 150 Euro gespendet. Dann hat eine Schwester, gestern war das, es wurde im Lager hinterlegt, 35 Euro gespendet. Da kamen zwei Brüder aus der Nähe Bonn zu uns. Sie haben für unsere Geschwister in Aleppo insgesamt 1000 Euro gespendet. Und das geht inshallah für die Winterhilfe.
Das geht dann in die Winterhilfe rein, bitte, also für die Aleppo-Hilfe vor Ort, in jeder Teil da. Gespendet kann bei uns natürlich gespendet kann man bei uns natürlich bar über PayPal. Bar ist in Mannheim. Die Geschwister sammeln, sind mashallah sehr aktiv. Sie haben auch Sachspenden entgegengenommen und Geld entgegengenommen. Allah möge sie dafür reichlich belohnen. Allahumma amin. Die Geschwister in Mannheim haben sehr viel gespendet. Allah möge dies annehmen. Die Geschwister in Darmstadt, alhamdulillah, auch wurde das auch gut genutzt, die Möglichkeit bei uns auch Barspenden abzugeben, direkt vor Ort oder auch in der Moschee, je nachdem. In Berlin, alhamdulillah, samallahu khairan, ist das auch sehr gut gelaufen. In Frankfurt, alhamdulillah, auch haben sich auch die Geschwister bereit erklärt, sich zu treffen und dann vor Ort auch die Barspenden abzugeben. In Hamburg, alhamdulillah, rabbil alamin, in Bonn, alhamdulillah. Also es sind insgesamt mehrere Städte, was wir haben. Das heißt, wenn ihr eure Spende direkt bei uns abgeben möchtet als Bar, bitte schreibt uns an unter info@alrahma.de oder bitte ein Anruf bei uns auf der 0162 880 6000. Dann können wir inshallah Rahman Rahim auch dann mit euch kommunizieren. Bezüglich dem Bereich der Kommunikation, es sind noch einige E-Mails aus, die beantwortet werden müssen. Ich bitte die Geschwister etwas um Nachsicht, weil wir haben eine Masse an E-Mails bekommen, an Informationen, was wir erstmal abarbeiten müssen und bearbeiten müssen. Wir sind nicht viel im Verein. Wir sind gerade nur 16 Personen bei uns in der Organisation, verteilt bundesweit, und versuchen die Arbeit zu komprimieren in verschiedenen Bereichen, in der Mediaabteilung, in der Abteilung für Übersetzungsarbeiten, Abteilung für Spenderakquise. Es ist halt viel, viel ein großes Bereich. Aber wir versuchen mit Allahs Erlaubnis, dies auch so gut es geht, auch zu meistern. Aber manchmal bedarf das Zeit, und es gibt auch Geschwister, die sagen, warum antwortet ihr nicht? Das liegt daran, dass etwas vieles an Informationen und wir nicht das ganze Know-how haben, um dies auch schnell zu gewährleisten, weil wir auch die Nachrichten vor Ort doch bearbeiten müssen, die Informationen, die wir bekommen, wie sich der Konflikt verschiebt, welche Hilfestellungen gerade benötigt werden. Wie gestern kam ein dringender Appell aus Syrien, dass sie gesagt haben, Halle, wir brauchen keine Decken, wir brauchen keine Kleidung. Das kriegen wir alles von den umliegenden Ländern, von den Organisationen. Was wir brauchen, ist Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung. Das ist eine Information, dass wir erstmal bearbeiten müssen, mit den Spendern kommunizieren müssen. Erstmal einen Stopp machen für die anderen Hilfsgüter, natürlich schicken wir in den Container runter, aber auch sagen, es muss, wir müssen schauen, dass wir das geben, was die Bedürfnisse vor Ort gebraucht wird, nicht das, was wir für richtig verhalten, weil wir können unsere Hilfe nur so gestalten, wie das, was vor Ort auch benötigt wird. Wenn ich jetzt der Überzeugung bin, ich muss jetzt Decken runterschicken, aber die vor Ort sagen, wir haben Decken, wir haben eine breite Masse an Decken, was uns fehlt, ist Medizin, dann ist das kontraproduktiv. Wenn ich jetzt nur Decken schicken würde, dann wäre es wieder sinnvoller, darauf zu achten, dass wir das schicken, was die Menschen vor Ort bemängeln, was sie benötigt. Und das ist der Maßstab, von dem, nachdem wir auch unsere Projekte auch richten, nach den Bedürfnissen vor Ort, das, was die Menschen vor Ort benötigen, das müssen wir ihnen auch dann zukommen lassen. Und das ist dann auch immer eine kleine Schwierigkeit, die auch uns oft etwas da ist, dass wir dann umstrukturieren müssen. Dann müssen wir entscheiden, wir bearbeiten erstmal den Fall und dann schauen wir, wie wir damit umgehen können. Dann können wir erst die Nachrichten beantworten. Deswegen ist das manchmal so, dass E-Mails nicht direkt beantwortet werden. Vielleicht nimmt es maximal 3 Tage in Anspruch, bis wir dann zu den E-Mails vollkommen durchgearbeitet haben. Und teilweise gibt es Geschwister bei uns, die im Hintergrund arbeiten. Die sind bis 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts wach, teilweise auch unter der Woche, und bearbeiten die ganzen Sachen, damit die Sachen auch stimmen. Zum Beispiel die Mediaabteilung, sie tun immer Flyer machen, umändern, stimmt der Text nicht, man hat sich einen Fehler eingeschlichen. Das ist eine mühsame Arbeit, und das sind Geschwister, die im Hintergrund arbeiten, die auch sehr viel tun in Angesicht unseres Planung und Zerner. Deswegen ist das manchmal so, dass wir etwas benötigen, um auch gewisse Fragen auch dann zu beantworten. Die
Notlage vor Ort hat sich nicht verändert. Heute gab es einen Angriff auf einige Busse, die Leute aus Haidab rausbringen sollten. Es gibt jetzt erstmal einen Stopp. Keine Menschen gehen jetzt aus der Stadt raus. Soviel ich weiß, ist laut der Information, die ich seit eineinhalb Stunden mitbekommen habe, dass die Leute jetzt nicht mehr rausgehen, erstmal ein Stopp ist und danach weiter verhandelt wird, dass wieder Leute wieder raus können. Die meisten dieser Menschen gehen in Umland Idlib. Und in Umland Idlib ist das so, dass dann eine Schwierigkeit da ist, dass sie erstmal in Zelten hausen oder außerhalb von Zelten untergebracht werden. Und ihnen fehlt es auch an Sachen. Zwar kommt es von anderen Organisationen dran, aber es dauert immer eine gewisse Zeit, bis alles auch verteilt worden ist, eine Bedarfsanalyse gemacht wird, was alles benötigt wird. Das ist alles immer ein langer Prozess, aber es muss immer